Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn es jetzt heißt, der Senat bemüht sich bei der Berlinovo um Gespräche, und zwar schon seit langer Zeit, dass die Berlinovo Wohnungen und Apartments für Flüchtlinge zur Verfügung stellt, dann überrascht mich das. Weil das ist heute nicht der erste Antrag, der sagt, hallo, die Berlinovo hat Wohnungen und Apartments, die sollten wir mal zur Verfügung stellen. Das gab mehrere, die wurden alle abgelehnt. Von daher überrascht mich das, dass man jetzt schon so lange geheime Gespräche mit der Berlinovo führt. Gut, dann haben wir zumindest alle Parteien hier im Hause den Konsens. Wir möchten gerne weiterhin, dass geflüchtete Menschen in dieser Stadt so schnell wie möglich in Wohnungen untergebracht werden, ohne Wenn und Aber. Dem hat heute auch niemand widersprochen. Das scheint ja gestern im Hauptausschuss anders gewesen zu sein. Und deshalb sage ich, wenn Frau Suthoff gestern gesagt hat, diesem Antrag kann man nicht zustimmen, weil da drin steht, auch Asylbewerber sollen in Wohnungen, dann ist das hier eigenartig. Und wenn der Senat das nicht will, dann muss der Senat das mal sagen. Alles andere kann über das Protokoll geklärt werden. Ich stelle hier erstmal große Einigkeit fest, und das freut mich. Kollege Schneider hat eine Zwischenfrage. Herr Schneider möchte gerne noch mal fragen, wer jetzt die Berlinovo wann wie verkaufen wollte. Also die Frage stellt der Kollege Schneider, und bitte. Nein, ich bin etwas irritiert, weil ich im Gegensatz zu Ihnen, Frau Kollegin, gestern im Hauptausschuss anwesend war. Sind Sie denn bereit, Ihre Aussage, die Staatssekretärin betreffend, anhand des eines Protokolls dann mit einer Entschuldigung zu versehen und zurückzunehmen? Sehr geehrter Kollege Schneider, ich habe eben gesagt, das wird man ja denn anhand eines Protokolls überprüfen lassen. Und Sie können ganz sicher sein, naja, dann hätten Sie das Protokoll gestern mal fertig machen müssen. Sie können aber ganz sicher sein, werter Kollege Schneider, dass ich in dem Moment, in dem ich Menschen falsch beschuldigt habe, mich immer öffentlich entschuldigen werde. Ich glaube aber nicht, dass es nötig ist. Ich glaube, da gibt es eine Frage, die vielleicht geklärt werden muss, welche Flüchtlinge Wohnraum haben sollen oder nicht. Ich habe jetzt keine Uhrzeit mehr, muss ich mal sagen. Sie sagen denn irgendwie Bescheid. Das liegt daran, dass gestoppt wird, und jetzt können Sie weiterreden. Alles gut. Jetzt nur noch mal für alle, bei Zwischenfragen wird immer die Uhr angehalten. Ja. So, jetzt noch mal zu den Wohnungen und zu der Berlinovo. Jetzt tun ja hier irgendwie alle so, als würde man die auch nur so aus der Ferne kennen und man hätte keinen Einfluss. Das ist natürlich dummes Zeug. Natürlich kann man auf die Berlinovo Einfluss nehmen, sonst würde man jetzt hier auch keine Gespräche führen. Dass die Berlinovo Wohnungen und Apartments hat, haben die letzten Wochen gezeigt. Da mieten doch Firmen bei der Berlinovo Apartments und stellen die dann wiederum dem Lageso zur Verfügung, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Diese Firma, die 1.000 Euro Miete bezahlt, und jetzt Herr Krüger als der Retter der öffentlichen Finanzen, aufgemerkt, stellt dem Lageso für eine 7-köpfige Familie 50 Euro pro Kopf, das sind 10.000 Euro im Monat. Ist das das, was Sie wollen? Das ist völliger Schwachsinn. Dieses Land... Dieses Land kann einfach kann dafür sorgen, dass die Berlinovo Apartments und Wohnraum von mir aus auch sukzessive, also soll ja niemand jetzt neu auf die Straße gesetzt werden, zur Verfügung stellen, dass man Flüchtlinge und ich finde übrigens auch andere Menschen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, dort unterbringen kann. Das wäre eine gute Sache, wenn wir alle finden, dass das richtig ist. Und wenn die Anfänge jetzt sind, dann finde ich, sollten wir gemeinsam diesem Antrag zustimmen und dann gemeinsam dazu beitragen, dass dieser Weg weiter beschritten wird und ihn gemeinsam qualifiziert. So viel Gemeinsamkeit hatten wir in diesem Hause noch nie. Das sollten wir nutzen und mit Ja stimmen.